Jo, was geht ab, Leute? Mein Name ist Ruin HXC, ich bin Co-Leader von Ruin Sniping und herzlich willkommen zu dem Hashtag 5RS Recruitment Challenge Result Video. Wir haben insgesamt 6 glückliche Gewinner, 4 Player und 2 Editoren. Kommen wir mal direkt zu den Playern. Bei den Playern möchte ich noch vorab sagen, dass wir mit den Clips nicht sehr zufrieden waren und deshalb bei den Responses nach Potenzial aussortiert haben. Das heißt, wir haben halt ganz einfach geschaut, wer hat hier das bessere Aim, wer hat hier das bessere Movement und sind dann so zum Schluss gekommen, dass Lyrox, Nixon, Zami und Butes die besten waren. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an euch vier und herzlich willkommen in Ruin Sniping. Bei den Editoren gab es wirklich reichlich Leute, die sehr kreativ waren, nur leider Gottes hat es wirklich bei den meisten an den Grundkenntnissen gefehlt. So sind wir halt zum Schluss gekommen, dass Zenny und Nix die Besten waren. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an euch beiden und herzlich willkommen auch in Ruin Sniping. Und an die Leute, die es leider Gottes nicht geschafft haben, bei den meisten, was heißt bei den meisten, bei einigen Leuten war es wirklich sehr knapp. Nur wir können leider Gottes nicht mehr Leute recruiten, weil wir sind schon recht viele im Team und so viel Platz haben wir leider Gottes auch nicht mehr. Deshalb mussten wir bei den Recruits sparen. Bei den Playern gab es wirklich sehr viele gute Responses. Aus dem Grund haben wir halt schon 4 Leute recruited. So ein bisschen mehr wäre auch schwierig geworden. Bei den Editoren wirklich, da hat es wirklich an den Grundkenntnissen bei den meisten gefehlt. Also die Effekte waren gut, die Kreativität war hervorragend. Nur wirklich, wenn die Grundkenntnisse nicht sitzen, wird es wirklich schwer, Leute zu recruiten und diese dann zu helfen. Aber ist jetzt auch nicht der Rede wert alles. Auf jeden Fall, falls euch die Recruitment Challenge gefallen hat, beziehungsweise falls ihr auf die Recruitment Challenge gegangen seid, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Kommentiert einfach irgendwas. Das wird uns bestimmt freuen, weil heutzutage muss man ja bei YouTube Deutschland nach Likes und Kommentare betteln. So gehört sich das halt. Und abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Das ist natürlich am wichtigsten von allen. Und viel Spaß noch, einen schönen Tag euch allen noch und haut rein, Boys.